Herzlich willkommen zum Krypto-Update bei Börse Stuttgart TV. Die Hoss im Kryptosektor ist weiterhin intakt. Die meisten großen Kryptowährungen konnten ihre Gewinne der vergangenen Monaten auch in den vergangenen Wochen verteidigen. Und es sieht so aus, als könnte es tatsächlich weiter nach oben gehen. Doch was macht Bitcoin und Co. eigentlich so stark? Diese Frage haben wir bereits in den vergangenen Schalten immer wieder versucht zu beantworten. Heute wollen wir noch ein wenig mehr ins Detail gehen, uns ein paar Fakten ansehen, ein paar mögliche Gründe etwas detaillierter ansehen. Zudem wollen wir darüber sprechen, über eine neue Studie, die besagt, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen in Deutschland offensichtlich deutlich höher ist, als bislang von vielen Menschen angenommen. Das Ganze wollen wir natürlich auch heute wieder tun mit Markus Miller, Herausgeber und Gründer von CryptoX. Herr Miller, im Fokus erschien jüngst ein Artikel, der sich mit den 6 Gründen für den jüngsten Bitcoin-Anstieg auseinandersetzt. Wir wollen uns ein paar der Gründe mal etwas näher ansehen. Ich werde sie gerade mal aufgreifen und herausgreifen. Es wird genannt die Premium-Reduzierung für das Mining, die empfundene Knappheit, erhöhtes institutionelles Interesse, bevorstehende SEC-Entscheidung über Bitcoin-ETFs und natürlich am Ende noch die Blockchain-Projekte, die voranschreiten. Man könnte auch sagen, die Blockchain findet mehr und mehr Anwendung in der Industrie. Wenn Sie jetzt 3 Punkte herausgreifen müssten, was sind denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Punkte für den jüngsten Kryptoanstieg? Ja, also ich würde gerne sogar auf alle Punkte eingehen und natürlich auch die wichtigsten aus meiner Sicht hervorheben. Ich möchte aber eines vorausschicken. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, nicht die Nachrichten machen die Kurse an den Kryptomärkten oder auch an der Börse, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Und würde der Bitcoin heute bei 3000 Punkten oder beziehungsweise 3000 US-Dollar stehen, würde es wahrscheinlich im Fokus genau den gleichen Bericht geben mit 6 Gründen, warum der Bitcoin so schwach ist und warum der Bitcoin scheitern wird. Also das möchte ich nur nochmal vorausschicken. Diese Entwicklungen sind insgesamt positiv, aber die Nachrichten folgen immer den Kursen. Wenn man jetzt aber mal auf diese Auswertungen eingeht, also der erste Punkt greifen wir mal heraus, die Prämienreduzierung. Was versteht man eigentlich darunter? Es ist so, beim Bitcoin, der Bitcoin hat einen Algorithmus, also einen Quellcode, einen Programmcode, der wurde im White Paper von Satoshi Nakamoto im Jahr 2008 festgelegt und ist nicht abänderbar. Also er wäre nur dann abänderbar, wenn es einen Konsensus gibt in der Blockchain von mehr als 50%, dann würde es wiederum zu einem Fork kommen, aber das ist jetzt nicht wahrscheinlich. Das bedeutet, in diesem Konsensus bzw. in diesem Algorithmus des Bitcoin ist eine Komponente beinhaltet, das sogenannte Bitcoin Halving. Das wiederum bedeutet, alle 4 Jahre wird die Blockgröße halbiert und somit wird eben das Bitcoin-Mining schwieriger und die Prämien reduzieren sich. Und das nächste Bitcoin-Halving steht jetzt wieder an im Mai 2020, also man kann sagen in rund einem Jahr. Da wird die aktuelle Blockgröße von 12,5 Bitcoin, die man derzeit als Bitcoin-Miner bekommt, eben wiederum halbiert. Und das wird dazu führen, dass die Inflationsrate des Bitcoin circa sinken wird von 4% auf 2%. Also das sind sehr, sehr positive Effekte in der Welt der Papiergeldwährungen, wo wir eine totale Inflationierung haben, dass der Bitcoin hier eben einen deflationären Effekt hat, eine Verknappung. Und in der Vergangenheit war eben zu beobachten, dass circa ein Jahr bevor das nächste Halving beim Bitcoin immer angestanden hat, eine Bodenbildung beim Bitcoin eingesetzt hat. Und ich sehe das eben derzeit schon auch so, dass wir natürlich jetzt nicht nur eine Bodenbildung haben, sondern aufgrund der massiven Kursverluste des Jahres 2018 haben wir jetzt ja deutlich mehr als eine Kursverdopplung sogar beim Bitcoin. Aber dieses heranschreitende Datum des Mai 2020, die nächste Bitcoin-Halbierung von der Prämienzahlung, ist aus meiner Sicht schon ein ganz, ganz wichtiger Effekt, dass ein Gut, das schwieriger zu fördern ist,
eben teurer wird. Man kann das auch vergleichen mit Gold. Wenn man tiefer graben muss, um Gold zu fördern, dann steigen eben die Förderkosten, und steigende Förderkosten bedeuten eben tendenziell auch, dass der Goldpreis steigt. Also somit ist das Bitcoin-Mining und das Gold-Mining durchaus in diesem Punkt vergleichbar. Also aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Effekt, aber jetzt nichts Neues. Nochmals, dieses Bitcoin-Halving wird es immer geben, weil es im Quellcode des Bitcoin steht. Also ist jetzt keine Nachricht, die man jetzt gestern entdeckt hat, im Mai 2020 gibt es ein Bitcoin-Halving. Nein, es wird auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer so sein, beim Bitcoin ein Modell, das mathematisch festgelegt wurde. Ja, dann zur empfundenen Knappheit. Das ist keine empfundene Knappheit. Fakt ist, auch wieder algorithmisch festgelegt, gibt es eines Tages die maximale Anzahl von 21 Millionen Bitcoin. Vergleichbar wieder mit Gold. Gold ist natürlich limitiert durch sein Vorkommen in der Erdkruste. Der Bitcoin ist mathematisch limitiert durch diesen Algorithmus. Und hier ist es eben so, es sind mittlerweile rund 18 Millionen Bitcoin gemeint von den 21 Millionen Bitcoin. Was ich aber hier zu bedenken gebe, ist, dass der Bitcoin noch viel knapper ist, als man eigentlich denkt. Weil ca. 20-22% aller Bitcoins, die jemals gemeint worden sind, sind verloren. Das wird jetzt in der Presse immer relativ negativ dargestellt. Das liegt eben daran, dass der Systemmechanismus aus meiner Sicht nicht verstanden wird und dass eben die Grundlagen der Betriebs- und volkswirtschaftlich nicht beachtet werden. Ein Gut, das knapper wird, wird wertvoller. Das heißt, wenn ich Bitcoin-Besitzer bin und andere verlieren ihre Bitcoins, weil sie ihre Zugangsschlüssel zu der Wallet, die Private Keys beispielsweise, verlieren oder weil Menschen sterben und ihre Zugangsschlüssel mit ins Grab nehmen, ja, dann werden meine Bitcoins ja wertvoller. Sie steigen in ihrem Wert, weil die anderen Bitcoins weniger werden. Also weil die Gesamtzahl der Bitcoin nach oben nicht beliebig erweitern werden kann. Sie sind auf 21 Millionen begrenzt und das ist gut für jeden Bitcoin-Investor. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man selbst seine Bitcoins nicht verliert, dass man sie eben auf soliden Kryptobörsen bzw. seine Private Keys in der eigenen Hand hält, auf Hardware-Wallets wie der Trezor, der Ledger oder auch der KeepKey. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Und diese mathematische Limitierung beurteile ich eben als ganz, ganz wichtigen Effekt für die Zukunft in einer Welt, in der Papiergeld beliebig gedruckt werden kann, haben wir bei Gold oder auch bei Bitcoin eben Limitierungen, klar festgelegte Limitierungen, algorithmisch oder natürlich. Und das wird dieses Gut in Zukunft wertvoller machen. Dann der nächste Punkt, erhöhtes Interesse institutioneller Investoren. Ja, selbstverständlich ist es so, aber leider wird hier auch in den Medien immer nur der Blick gerichtet, welche Banken oder welche Finanzdienstleister kaufen jetzt Bitcoins. Man sollte mal viel stärker auch hier den Blick auf die Realwirtschaft legen und zwar hier vier Komponenten beachten, nämlich die Entwicklungen im Bereich des IoTs, das Internet of Things, also des Internets der Dinge, dann im Bereich der künstlichen Intelligenz, im Bereich der Apps, also der Applikationen. Wir sehen einen gigantischen Boom bei Apps, bei Applikationen. Und Kryptowährungen bieten auch Funktionen auf einer Plattformökonomie, also auch Applikationen. Man spricht hier dann von Dapps. Das ist genau dieses Geschäftsmodell der Digitalisierung, wo in Zukunft weiter steigen wird. Und dann sollte man auch der Blick gerichtet werden auf die Entwicklung der Clouds. Im Jahr 2020 werden Cloud-Speichermedien zum ersten Mal die stationären Server-Speichermedien überholen. Und die Blockchain-Technologie oder Adaptionen der Blockchain-Technologie, die es in der Kryptowelt ja auch gibt, sind die Grundlage dafür, dass man Informationen, Daten sind die Goldminen des 21. Jahrhunderts, sicher eben in der Blockchain speichern kann. Das heißt, auch für Cloud-Anwendungen ist die Blockchain-Technologie eine der Grundlagen. Genauso für das Internet der Dinge. Das Internet der Dinge, wo verschiedene Gegenstände in Zukunft miteinander kommunizieren können, wird ganz wichtig sein, dass man das absichert. Und über kryptografische Schlüssel lassen sich hier eben Verträge und auch technologische Abwicklungen perfekt standardisieren und implementieren.
Deswegen bin ich in diesem Bereich ganz stark davon überzeugt. Und wenn man jetzt mal wirklich in die Realwirtschaft schaut, die Blockchain-Technologie schreitet weiter voran. Nehmen wir mal Deutschland. Es gibt eine aktuelle Studie vom Bitkom, die auch repräsentativ ist und die besagt, 2% aller Unternehmen in Deutschland befassen sich derzeit mit der Blockchain-Technologie oder haben diese schon implementiert. 2%. Also da schreitet momentan nichts weiter voran, sondern wir sind da ein komplettes Entwicklungsland. Aber man muss jetzt auch hier das Positive sehen, wenn man sagt, der Blockchain-Implementierungsgrad in Deutschland bei Unternehmen ist das 2%, bedeutet auf der anderen Seite, wir haben hier ein gigantisches Potenzial, nämlich in Höhe von 98%. Ja, dann ein weiterer Punkt bei diesem Bericht war die bevorstehende SEC-Entscheidung. Also da geht es darum, dass die SEC, die US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde, einen Bitcoin-ETF zulassen wird. Das ist jetzt wirklich ein komplett alter Hut, den haben wir schon seit Monaten und seit Jahren und diese Entscheidung wird immer wieder verschoben. Vor wenigen Monaten war es noch so, dass wenn die SEC wieder eine Ablehnung gemacht hat oder die Entscheidung verschoben hat, dann ist der Bitcoin-Kurs und mit ihm auch viele Kryptowährungen massiv eingebrochen. Mittlerweile ist es so, wenn die SEC wieder eine Entscheidung trifft oder eine negative Entscheidung oder irgendwas verschiebt, dann hat das überhaupt keine negativen Implikationen mehr auf die Kryptomärkte. Also das haben die Kryptomärkte komplett verarbeitet. Und ich bin davon überzeugt, die SEC-Entscheidung wird kommen, sie wird positiv ausfallen, weil Anbieter wie zum Beispiel Fidelity Digital Investments mittlerweile die Grundlagen dafür gelegt haben, dass Bitcoins in physischer Form sicher verwahrt werden können. Und für diesen Bitcoin-ETF ist eben die Grundlage, dass dieser nicht auf Finanzderivaten beruhen wird, sondern auf physischen Bitcoins. Und deswegen ist es für mich nach wie vor nur noch eine Frage der Zeit. Und wenn dann diese positive SEC-Entscheidung kommt, dann bin ich davon überzeugt, dass der Bitcoin auch nochmal einen Sprung macht von 15% am Tag der Veröffentlichung. Wichtig ist aber, wenn sie nicht kommt oder wenn sie weiter verschoben wird, hat es aus meiner Sicht eben keine negativen Implikationen mehr. Ja, Blockchain-Projekte schreiten weiter voran, das habe ich schon vorweggenommen. Ja, es ist so, wir haben auf globaler Ebene in verschiedenen Ländern massive Blockchain-Projekte. Wir sehen sie auch beispielsweise bei Facebook, die mit ihrem eigenen Facebook-Coin bald kommen werden, der sich dann vermutlich auch Global Coin nennen kann. Und auch hier ist zum Beispiel eine sehr, sehr interessante Entwicklung die, dass Facebook ein eigenes Unternehmen gegründet hat, und zwar ein Tochterunternehmen, bei dem Facebook 100% der Anteile hält. Und dieses Unternehmen wurde gegründet in der Schweiz. Warum? Weil die Schweiz eben hier sehr, sehr kryptofreundliche Rahmenbedingungen bietet. Und diese Entwicklungen gehen dann eben in diesen Ländern voran, in denen die Rahmenbedingungen freundlich sind. Und deswegen möchte ich auch nochmal hier appellieren an den Technologiestandort, an den Innovationsstandort Deutschland. Wir müssen endlich regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, die so attraktiv sind, dass wir auch solche Auslandsinvestitionen an unserem Standort anziehen, weil ansonsten gehen die eben in kleinere Länder wie Liechtenstein, wie Malta, wie die Schweiz oder nach Asien, nach Singapur oder nach Hongkong. Und insgesamt schreiten die Blockchain-Entwicklungen weiter voran. Und all das sind für mich die Gründe, warum die Kryptowährungen und die Kryptoökonomie vor einer ganz, ganz großen Zukunft steht und warum auch ich der Ansicht bin, dass der Bitcoin-Kurs noch ein ganz, ganz massives Potenzial nach oben haben wird. Und nur noch mal auch eine kleine Anregung oder Anekdote am Rande. Wenn jeder Millionär auf dieser Erde nur einen Bitcoin kaufen würde, gäbe es nicht genügend Bitcoins. Also der Bitcoin ist ein knappes Gut und was mir eben besonders gefällt, es kann kein Mario Draghi oder irgendeine Regierung kommen, weil sie Geld braucht und druckt neue. Nein, es gab eine algorithmische Definition auf mathematischer Basis. Es gibt 21 Millionen Stück und nicht mehr. Und dieser Wert ist für mich genauso wie bei Gold eben ein ganz, ganz tolles Asset, ein digitales Asset. Und deswegen lohnt es sich, darin zu investieren und natürlich auch immer die Allokationsquote im Rahmen zu halten, zu diversifizieren. Also ich sage ja nicht, investieren Sie jetzt Ihr ganzes Geld in Kryptowährungen oder in den Bitcoin. Nein, nutzen Sie Kryptowährungen als weitere Beimischung, als digitale Anlageklasse in Ihrem Gesamtportfolio.
Ich habe es eingangs bereits erwähnt, in Ihrem jüngsten Newsletter haben Sie eine Studie veröffentlicht, wonach Kryptowährungen eine ungeahnt hohe Akzeptanz in Deutschland aufweisen. Mich zumindest hat das ein klein wenig überrascht. Mich hat es jetzt nicht mehr überrascht, und zwar liegt es eben daran, dass ich enorm viele Zuschriften über all die letzten Monate und Jahre bekommen habe, und ich habe eben festgestellt, dass mich gerade Jugendliche, Studenten oder auch Bürger anschreiben, die sich für Kryptowährungen interessieren, die noch nie in ihrem Leben eine Aktie besessen haben. Also die waren noch nie an der Börse aktiv. Die wissen auch teilweise gar nicht, wie Märkte funktionieren, also Angebots- und Verkaufskurse. Und das ist natürlich schon etwas bedenklich, weil sie diese Erfahrungen auch sammeln müssen. Aber ich sehe es eben bei zahlreichen Jugendlichen oder auch insgesamt bei digital affinen Menschen. Also die digitale Affinität ist natürlich bei den Jugendlichen, die mit digitalen Medien aufwachsen, höher. Aber ich habe auch ältere Leser. Ich habe eine 92-jährige Dame, die mit Begeisterung Kryptowährungen handelt und das fast zu ihrem Tagesinhalt gemacht hat. Also die digitale Affinität ist nicht nur unbedingt abhängig vom Alter. Und deswegen kommt jetzt noch eine weitere Komponente dazu. Diese Allokation ist auch deswegen mittlerweile so hoch bei den Kryptowährungen, weil Deutschland auch ein Land der Aktienmuffel ist, würde ich jetzt mal sagen. Also die Aktionärsquoten in Deutschland sind sehr gering in Relation zu anderen Ländern. Ich möchte Ihnen mal die genauen Zahlen hier geben. Also diese Studie stammt vom Institut Blockchain Research Lab und sie ist repräsentativ. Und die wurde aktuell veröffentlicht und sie besagt eben, dass die Kryptowährungsbesitzquote in Deutschland bei 9,2% aktuell liegt und die Aktionärsquote auf Basis von Zahlen des DAI, also des Deutschen Aktieninstituts, liegt bei 7,1%. Also Kryptowährungen 9,2%, Aktien, und zwar Direktinvestments in Aktien, 7,1%. Das bedeutet, jeder 10. Bürger in Deutschland besitzt bereits Kryptowährungen. Und die Kryptowährungsquote ist mit 2% höher als die Aktienquote. Also durchaus wahrscheinlich für viele überraschend, aber man muss hier auch mal die positiven Effekte sehen, weil es wird in Zukunft sehr, sehr starke Überschneidungen geben zwischen Aktien und Token. Das heißt, ein Token kann man wiederum unterscheiden in den Funktionstoken, den sogenannten Utility-Token oder eben einen Security-Token. Ein Security-Token verbrieft einen Einkommensanteil oder einen Wertanteil an einem bestimmten Asset, zum Beispiel Gold oder auch einem Unternehmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einigen Jahren an den Börsen keine Aktien mehr handeln, sondern Token. Deswegen gibt es aber die Aktiengesellschaften selbstverständlich weiterhin. Nur werden diese eben verbrieft, also die Verpackung ist nicht mehr die Aktiengesellschaft, die gehandelt wird, sondern der Token, der gehandelt wird, aufgrund der Digitalisierung und den Möglichkeiten dieser Blockchain-Technologie. Und die große Chance für Deutschland oder auch für andere Länder ist es eben jetzt, dass wir Jugendliche, dass wir die Menschen heranführen an diese neuen Möglichkeiten der Digitalisierung, dass eben dann auch in Unternehmenswerte investierbar, dass Unternehmenswerte investierbar sein werden über Token. Und da freut es mich natürlich sehr, dass diese Kryptoquote bereits schon so hoch ist. Das bedeutet nämlich gleichzeitig, wenn Aktien in Zukunft über Token handelbar werden, also wenn sie tokenisiert werden, dann wird auch die Aktionärsquote insgesamt steigen. Und das ist ganz wichtig für Deutschland in der Niedrigzinspolitik, in der Phase, in der wir eben vor großen demografischen Herausforderungen stehen und wo jeder Bürger eben dazu angehalten wird, eine eigene Altersvorsorge zu betreiben. Und für diese Altersvorsorge ist eben das Sparbuch oder auch Bankprodukte, die auf Zinspapieren basieren, die ja vor der Nullzinsphase oder Negativzinsphase stehen, nicht geeignet. Deswegen ist es sehr wichtig, in Produkte, in Unternehmen der Realwirtschaft zu investieren. Und ob man das über Aktien macht, die man heute an konventionellen Aktienbörsen kauft, oder in Zukunft über Token, die man dann über Blockchain und Kryptobörsen handelt, ist sekundär. Wichtig ist, dass
in realwirtschaftliche, technologische Unternehmen investiert wird. Und deswegen begrüße ich diese Entwicklungen sehr. Dem ist schlussendlich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Markus Miller, Herausgeber und Gründer von CryptoX, vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Krypto-Update bei Börse Stuttgart TV.